Und damit seid auch ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minecraft Alliance und irgendwie fehlt mir Musik. Moment. Bewegen wir uns auf dem Eis? Ja, machen wir einfach mal. Verlauf. Nein, ich bin so badass. Eine Sekunde, liebe Freunde. Verlauf. Boah, das gibt so Ärger. Ich merke das schon. Bam. So. Und dann sind wir auch wieder back. Back to the road. Ich muss mal eben das hier noch nach da ziehen, dann sehe ich auch ein bisschen was. Gut. Dann habe ich den. Habe ich den Timer immer noch nicht im Bild, ey. So, jetzt auch. Oh shit, ey. So bad. Irgendwie ist AFK. Moin. Wir waren im Nether, im Offscreen-Mode. Keine Bange, das sind alles keine Operate-Waffen. Ich habe mir nur meinen Unsichtbarkeitsdank vom lieben X-Fader geklaut vom Brick. Und die Diamanten sind auch gesteelt. Ja, und wir hatten in der Zwischenzeit zwischen Part 2 und 3 etwas Beef mit dem lieben Fighter, denn da gab es echt definitiv ein paar Unschlüssigkeiten. Und jetzt ist hier der volle Hype ausgebrochen. Ich habe hier auch übrigens mal ein bisschen weiter gebaut, denn das gefiel mir hier alles gar nicht. Da frage ich auch gar nicht. Ich mache es einfach. So, hat der gute Herr noch für uns ein paar Steine. Ich habe alles gesichert. Hallo Fighter. Moin. Will nicht mit uns reden. Ist irgendwie verständlich. Wir gehen mal in den Hühnerstall. Sammeln hier ein paar Eier ein. Jetzt ist der Fader wieder. Und gehen wir aus dem Hühnerstall raus. Und wollen mal schauen, was wir heute in dieser Folge auf Kette kriegen. Ah ja, ich wollte euch was zeigen. Eier. Zack, 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 zack. Was wollte ich euch zeigen? Ach ja. Weil es eigentlich ein ziemlich weiter Weg ist. Das war ja das, was ich in der ersten Folge angesagt habe. Daraufhin hat der liebe X-Fader ein Update-Video gemacht, wo es heißt, oder wo es drin geht, dass ich die guten Herrschaften via Gamemode bezichtigt habe. Und das hat sich dann ja auch so einigermaßen geklärt. Die guten Herrschaften haben teilweise mal Gamemode benutzt. Und das ist mal hier im Nether. Und da möchte ich euch zeigen mal genau, was sie da gebaut haben. Persönlich finde ich es nicht schlecht, aber es ist wieder Gamemode. Und Gamemode, naja. Also, ich war selber jahrelang Server-Admin und weiß ganz genau, dass Game Mode zum Schummeln bzw. Cheaten verleitet. Auch wenn man sagt, nö, es verleitet nicht dazu oder ich mache damit nichts. Insgeheim zieht man sich irgendwann immer mal was, weil man es gerade völlig für... Was? Soll ich versuchen, die doppelte Tür hier mal so mit Redstone zu verbinden, dass beide aufgehen? Ist mir doch egal. Und ich denke ganz klar, dass auch da mal was unter der Hand so über den GM1 reingeholt wird. Auch wenn der liebe X-Fader sich jetzt ein bisschen wieder darüber aufregen wird. Aber freie Meinung, Deutschland, Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Ja, die nächste Folge wird auch mit dem lieben Primex eine Art Commentary sein. Ich zeige euch gleich genau das ganze Gebilde hier. Da wollen wir mal schauen, so was man denn noch alles für Möglichkeiten hat. So, hier ist, glaube ich, Fluff, ne? Warum ist Fluff jetzt auf einmal so ein hässlicher Pferd, ne? Egal, wir werfen ihn einfach mal mit dem Heal-Pot, ne? Oh, shit. Shit. Fluff ist tot. ja. Gut, und jetzt? Scheiße! Nein!
Kacke, ich kann da gar nichts verzaubern, ey. Knockback, Sharpness. Nicht euer Scheiß Ernst, ey. Das ist alles nur Sharpness. So, Sharpness 3. Ah, wie nice ist das denn? Oh, Beast Mode. Beast Mode. Jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert, endlich. Okay. Ich mag doch die 1.8. Ich habe immer ja gesagt, ich bin kein Fan von der 1.8, aber irgendwie ist die doch ganz cool. Wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. So, ich bewege mich hier echt sehr auf sehr dünnem Eis. Das wird auf jeden Fall einen Urheberrechtsanspruch geben, das weiß ich jetzt schon. Nein! So badass. So badass. Ich sag da einfach mal nichts zu. Oh shit, man. Komm. Ich Alarm. Ja, wahrscheinlich. 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 Ich kotze. Das ist doch behindert, Mann. Oh nö, ey. Jetzt kriege ich aber echt gerade hier voll die Ausraster. Das ist natürlich böse. Und wieder dieses scheiß Skelett und die Spinne und alles weitere. So. Das ist kein Problem. Ah, warum komme ich da nicht durch, Mann? Leck mich am Arsch. So. Muss ich mich aber echt beeilen, ey, sonst sind die ganzen Sachen weg. Oh, kotz ab. Naja, egal. Zum Glück haben wir Uncharted. Naja, okay. Ich hatte noch 27 Level. Und wenn Fluff nicht tot wäre... Der arme Fluff. Scheiße. Wie beichte ich das denn? Am besten gar nichts. Jungs, ihr habt nichts gesehen. Ihr geht jetzt auch nicht auf X-Faders Kanal und schreibt, der Lightning hat Fluff getötet. Sondern ihr seid ganz brave Kinder und schaut einfach zu. Ein paar Level kriegen wir wieder. 7 Stück, um genau zu sein. Das ist doch schon mal einiges. Hauptsache, wo der Deathpoint ist, ne? Das ist so... So legendary. Zack, 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 zack. Also wir hätten eigentlich auch mit den ganzen Sachen hier noch da oben nicht verzaubern können, ey. Oh Mist. Ah, egal. Jetzt gehen wir zurück. Ich muss mal eben... Ich verwechsel immer den Weg. Ah, hier. So. Ich weiß ganz genau, dass da wieder diese Storage gelegt ist. Das ist doof. Hier hätte man auch einen da frei. Kuckuck. Wenn ich runterspringe, bin ich tot. Das sind mehr als dumme 22 Blöcke. Das heißt, der Fallschaden wäre da etwas hoch. Ich muss die Folge auch hier heute ein bisschen kürzer machen. Sonst halte ich mich wieder nicht an irgendwelche Regeln. Wo ist denn das Skelett überhaupt hin? Oh, dass man immer hier so spawnt, ne? Ist so dumm. Hätte man wegmachen müssen, das Portal. Jedes Mal musste den ganzen Kack hier laufen. Ja. Dieser Weg durch den Wald ist da auch total beschissen. Muss hier auf jeden Fall... Ich glaube, ich werde hier Bilder auf dem Server. Es ist alles viel zu... Man kann hier nicht springen, man kann hier nicht jumpen, man kann hier nicht rennen. Diese Wege sind alle viel zu eng. Also ich mag ja eng, ja, aber irgendwo ist ja auch mal Feierabend. So, der Fighter ist AFK. Eigentlich sollte ich die Gunst der Stunde nutzen und ihm mal gehörig auf die Nase hauen. Brauchen wir erstmal was zu fressen. Melon? Ist das ernst? Karotte geht auch. So, Karotten sind scheiße. Wo ist mein Fleisch? Dann nehme ich nicht einfach das.
Hier, du hast deine Karotten zurück, kriegst du den Scheiß zurück, kannst auf den Kack haben. Und weil ich dir zwei Karotten weggefressen habe, kriegst du den Fleisch. So. Macht der ihn hier. Das wird seine Eingangstür. Hallo. Guten Morgen. Weiter. Dieser Skin, ne, der ist so komisch. Ich muss so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der ist so ein bisschen auf Aggressive Mode. Aber wir sehen den guten Herrn ja auf der Minimap, wenn er ankommen sollte. Da gibt es halt einen auf dem Latz. Ich wollte noch irgendwas machen gerade. Ach ja. Fader. Nee, hier. Müsste das sein. So. Na super. Zack, zack. Und was haben wir da? Protection. Protection. Unbreaking. Nee. Unbreaking 1. Protection. Protection. Hallo? Ich habe eine andere Idee. Das ist so bad sonst. Wir nehmen mal Bücher von den Pfeifen. Power und Power 1 Bogen ergibt, soweit ich weiß, einen Power 2 Bogen. Machen wir das da erstmal. Da habe ich einen Power 2 Bogen immerhin. So. So machen wir das. Amulets brauche ich nicht, die könnte ich eintauschen. Input. Die haben hier echt keine Bücher. Wir brauchen... Boah, ist das... Diese Tür, ne? Die ist so bad. Das werde ich auch noch fixen. Leder? GG. Weizen. Freuen die fetten Dinger sich hier. Komm her. Mädels. Es gibt Fressi. Wow. Toll. Toll. Da kriegst du gerade neue Kühe und dann werden sie wieder getötet. Das ist so legendary. Das können die erstmal nicht mehr poppen. Das ist kacke. Ich brauch doch nur Leder und Papier ohne Ende. Und Fader sagt, die hat angeblich ein Zuckerrohrproblem. Also ich sehe davon gar nichts, ey. Ehrlich zu sein. Zack. So. Und einmal Zucker. Weg damit. So. Zack. Und zack. Ich dachte, man kriegt mehr Bücher raus. Ist ja mal voll doof. Hä, was habe ich denn? Achso, ich habe den Bogen verzaubert. Protection Power. Ja, Protection. Ja, das wäre schon was. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, Effizienz brauche ich nicht. Schon wieder Effi. Gib mir doch Protection. Hä? Kriege ich jetzt nur noch da Effi raus? Ich glaube, weil ich mindestens 3 Level brauche oder so. Ich glaube, Protection kriegt man nur mit, wenn man 3 hat und braucht nur einen ausgeben oder so ein Scheiß. Level. Fuck. Ja, ich brauche ein Level. Kein Problem. Ohne Mist. Jetzt. Boah, diese Tür, ne, die ist doch so dämlich gestaltet. Ein bisschen viel, aber die wachsen ja nach. Boah. Habe ich euch aber den Arsch gerettet, liebe Kühe. So, den Scheiß brauche ich nicht. Das kann ich noch gebrauchen. Und dann machen wir so und haben noch mal 5 Bücher bekommen. Papier kann ich mal eben hier ran. Oh, Server Delay. Das merkt man richtig. So, boah, dieser Zaubertisch, der steht auch an einer Ecke, wo man ihn echt nicht gebrauchen kann. Aber wenn ich jetzt hier nicht langsam mal wieder Protection angeboten bekomme, dann
weine ich echt. Das ist doch nicht wahr, ey. Dann krieg ich mein... Oh, dieses... Ich finde das System doch behindert. Vor allem ist es immer dasselbe. Verstehe ich gar nichts mehr. Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist immer dasselbe mittlerweile jetzt. Boah, das ist doch so bad. Nur weil ich jetzt eins im Dings habe, oder was ist das? Komisch. Müssen wir auf jeden Fall mal uns später nochmal mit auseinandersetzen. Aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, wir beenden hier an dieser Stelle die Folge. Schon wieder eine Minute Überlänge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Lightning RP. Und lasst den lieben Fehler mal ein paar Grüße. Haut rein. Ciao. It so bad. Irgendwie ist AFK. Moin. Wir waren im Nether, im Offscreen-Mode. Keine Bange, das sind alles keine Operate-Waffen. Ich habe mir nur meinen Unsichtbarkeitsdank vom lieben... Ja. Boah, das gibt so Ärger. Ich merke das schon. Bam. So. Und dann sind wir auch wieder back. Back to the world. Ich muss mal eben das hier noch nach da ziehen, dann sehe ich auch ein bisschen was. Gut, dann habe ich den Timer immer noch nicht im Bild, ey. So, jetzt auch. Oh shit. Und damit seid auch ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minecraft Alliance und irgendwie fehlt mir Musik. Moment. Bewegen wir uns auf dem Eis? Ja, machen wir einfach mal. Verlauf. Nein, ich bin so badass. Eine Sekunde, liebe Freunde. Verlauf. Ja, X-Fader geklaut von mir, vom Brick. Und die Diamanten sind auch gesteelt. Ja, und wir hatten in der, ja, in der Zwischenzeit zwischen Part 2 und 3 etwas Beef mit dem lieben Fighter. Denn da gab es echt definitiv ein paar Unschlüssigkeiten. Und jetzt ist hier der volle Hype ausgebrochen. Ich habe hier auch übrigens mal ein bisschen weiter gebaut. Denn das gefiel mir hier alles gar nicht. Da frage ich auch gar nicht. Ich mache es einfach. So, hat der gute Herr noch für uns ein paar Steine. Ich habe alles gesichert. Hallo Fighter, Moin. Will nicht mit uns reden. Ist irgendwie verständlich.